Wie bist du hier reingeraten, Brezhnev? Hab für den Big Boss gearbeitet. War langweilig. Also habe ich mich selbstständig gemacht. Den Big Boss? John. Er ist echt total irre. Redet ständig von Gemeinschaft und Entscheidungsfreiheit. Außerdem zahlt er beschissen. Aber er will im Grunde nur die Schwachen umlegen. Ich glaube, er ist weniger Marx als mehr Lenin. Lasst uns hier einfach verschwinden. Wisst ihr, wollt ihr euch mit einem Riesenbums verabschieden? In der Nähe ist massig Sprengstoff. Bringt ihn an den oberen Etagen an Schwachpunkten an, dann bricht alles zusammen. Sag an, wo es hin soll. Das kann ich tun. Ja, klar, Alter. Den Kabelverleger will ich sehen. Ich habe hier den Punkt mit einem roten X markiert. Wann hat er das gemacht? Du bist mein neuer Lieblingsrusse. Ich gebe die Koordinaten im GPS ein. Platzier die Bomben dort. Ich gebe dir von hier aus Deckung. Super, baller nicht blind in der Gegend rum, okay? Ich kann nichts versprechen. Ich hab gehört, bei dir ist Kirche. Ja, das ist Kirche. So, du musst jetzt mir Deckung geben, ne? Ich betrau die Bomben. Ja, ich schieß hier Leute. Naja, ich lauf mal mit dir mit oder wo auch immer du hin willst. Ich muss die Treppe hoch. Ja? Ich muss die Treppe hoch. Ja, dann lass mich mal vorne. Au, 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 ich krieg aufs Maul. Oh Gott. Warte, eins, zwei, weg. Ja, lauf einfach weiter, obwohl ich nämlich gesagt habe, dass du kannst, aber ist gut. Ist gut, Pino. So, kommst du wieder mit runter? Ja, gleich. Du hast ja nur noch zwei Grenaden da. Kann ich mir so auf den Sack gehen, die Leute. Haben wir hier schon gesichert? Ja. So, wo standen jetzt die scheiß Bomben? Ja. Ich geh wieder hoch, ne? Bei dir. Was mich frage, wieso schmeißt man die Bomben nicht einfach da unten zur Kontrolle hin? Kommst du mit? Danke. Links. Ja. Komm mal zieh traurig her. Ist rechts rum. Ja. Ich komm ja schon. Du der schnellste Mensch. Nee, ich schau hier gerade nach Gegners. Warum? Damit hier keine sind, wenn du herkommst. Nee, worum muss ich gehen? Achso, hier rechts rum, rechts rum. Wo der Kollege hier liegt.
sehe keine Gegner. Hast du's? Ja. Das ist die letzte. Lasst uns die Hochboote hochjagen. Gut, kommt her, wir sehen uns das Spektakel von hier an. Verstanden. Ich zünde, wenn ihr beide hier seid. Na dann ist es wahrscheinlich. Der ist direkt unter den Bomben. Wie intelligent ist das? Das sieht aus. Sehr intelligent, da stehen zu bleiben, ne? Naja, das ist ein Actionspiel, was erwartest du? Hey, Harley, hey. Gott, auf Springen hab ich so richtig Bock. Alter, wie das ausschaut. Okay, kann losgehen. Hier. Ich fühle mich so richtig entschleunigt jetzt. Tja, hat Spaß gemacht, Amerikaner. Lass uns runtergehen. Will Zeit, dass wir getrennte Wege gehen. Wo ist man jetzt hin? Runter. Wie kommen wir runter? Da. Mann, ich will nicht mal jetzt 300.000 haben, ey. Ja, Mann. Dann wird die Waffe schon richtig schlecht. Ey, das war der harte, das war echt der harte. Dass sie nur so geil ausschaut, aber richtig gay ist. Oder man gar keine Muni dafür kriegt. Oh. Ich hab keine einzige Granate, Mann. Ich bin, glaube ich, tot. Du musst auf die Granatenbeutel schießen, ne? Das weißt du. Immer schön auf die Granatenbeutel. Einer brennt schon. Ich belebe meinen Russen wieder. Damit er uns hier ein wenig helfen kann. Oh Gott, ich bin tot, 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 ich bin tot. Ist ein Ding. Geh mir zu mir. Er ist tot. Hast du geübt? Netz. Perfekt. So, nach unten. Hier lang. Hier lang. Zusammen sind wir stärker. Jetzt können wir alle Freunde sein. Dreier Niklas. Niklas. Ui. Ich hätte es ein bisschen weggehauen. Ah, da hält ich. Da schießt aber rum. Wo? Da ist so ein Raketenwerfer, Drollo. Oh. Er ist schon tot. Ist er nach unten, ja. Wo lang? Ja, geradeaus, denke ich mal. Alles klar. Okay, Amerikaner, war nett mit euch. Aber ich wäre jetzt gerne für mich allein. Halt, wollen wir das wirklich zulassen? Was hast du vor, Brezhnev? Das geht euch gar nichts an. Geht jetzt, bevor ich sauer werde. Keine Ahnung, ob wir das machen können. Meldet sich auf einmal euer Gewissen? Was für eine Schande. Gut, ich helfe euch. Ich gebe euch Geld, damit ihr abzieht. Leicht verdiente Kohle. Verdammt! Keine Panik, niemand trifft so genau. Ja, haha.
Nach 3 Litern Blut lachst du nicht mehr. Ich würde sagen, wir sind quitt. Mal sehen, ob sie besser zielt. Okay. Das ist eine sehr interessante Sache. Ja, ne, irgendwie schon.